dann wollen wir mal. Also, möge Borons Fluch jeden treffen, der die Ruhe dieser Städte stört. Wir können aber nicht anders. Anscheinend müssen wir Boron verärgern, wenn wir Fex helfen wollen. Das ist aber nicht sehr Boronsgerecht, huh? Wenn die hier einfach so an der Wand hängen. Na gut. Da sind noch mehr, aber wir können hier nichts machen und es ist auch nichts aufgegangen. Oh. Das wollte ich nicht wirklich. Ein markterschütternder Schrei hallt durch die Gänge und plötzlich hört ihr Schritte und das Gerassel von Waffengehängen hinter euch. Als ihr euch umwendet, steht ihr vier Skeletten gegenüber. Oh oh, stöhnt Gwendolyn. Das bedeutet Ärger. Ja. Da wir jetzt wirklich nur unsere Schwerter haben, mache ich mal Computerkampf, Kampf berechnen. Keine Magie. Und oh 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 oh. Das ist nicht gut. Nachdem die Skelettkrieger besiegt sind und ihre blanken Knochen quer über den Boden verteilt sind, entdeckt ihr einen schweren Schlüssel zwischen den bleichen Gebeinen, den ihr schnell an euch nehmt. Autsch. Aber das hätte ich echt nicht gedacht, dass wir hier so windlich gegen einen Gott arbeiten müssen, um den Schlüssel zu bekommen, um hier rauszukommen. Und wozu war denn die ganze Geschichte hier oben gut? Wenn wir von vornherein hier hingehen konnten, um dann den Schlüssel für den Ausgang zu bekommen. Das ist alles sehr komisch. Aber gut, Yallin ist dahingeschieden. Das kriegen wir aber schon irgendwie hin. Myrum und Gerogon sind ziemlich angeschlagen. Anscheinend hat Tirik das Ganze wahrscheinlich im Alleingang gemacht. So. Dich peppeln wir schön hoch. So, Tirik wird auch ein, zwei brauchen. Oh, der ist hart im Leben, der braucht nur einen. Aber Myrum. Myrum, eins. Wir haben Trockenwirselkräuter. Die bringen 11. Einen Punkt mehr. Das ist irgendwie. Na gut. So. Dann packen wir mal Yallins Sachen ein. Und sie. Und gehen dann zu der eigentlichen Tür, die wir die ganze Zeit öffnen wollten. Und hoffen, dass uns danach irgendein Gott noch helfen wird, Yallin wieder zu überwecken. Tür geht auf. Aber wozu sind denn echt diese beiden Geheimgänge hier gewesen? Da war nichts wirklich Wichtiges drin, außer Rätsel, um das andere zu öffnen. Na gut, vielleicht finden wir jetzt hier irgendwas, was uns dann da weiterhilft, bei der. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt mit Tirik alleine. Alle anderen können ja nicht wirklich noch irgendwas machen. Wir hätten vielleicht doch ein paar Ersatzwaffen mitnehmen sollen. Der Rapier ist immer noch kaputt, verständlicherweise. Wir könnten jetzt Gwendolyn den Zweihänder in die Hand drücken, aber den darf sie gar nicht benutzen. Den Speer kann man nur einmal werfen. Der Bogen ist zerbrochen. Wir könnten Gwendolyn mit Essbesteck ausrüsten. Du bist noch heil. Aber wir haben fast keine Pfeile mehr, okay. Aber besser als nichts. Den Silberstreitkolben dürfte Gwendolyn nicht verwenden, das war richtig. Die Wurfaxt Sternschweif will ich nicht aus Versehen wegwerfen. Obwohl. Die Geschichte besagt, die kehrt immer wieder in die Hand des Besitzers zurück. Ich hoffe, ich verbacke jetzt nicht irgendwas. Gwendolyn, benutzt doch mal Sternschweif. Oh weia, das kann nur schlecht enden. Aber gut. Oh, hier ist nichts. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier ist immer noch ein riesiges Gebiet. Gehen wir erstmal immer links an der Wand lang. Schön. Eine goldene Schale. Und. Ja. Talana verbrennt jetzt ihre letzte Astralenergie. Und zwar wofür? Wir könnten einfach Ifaxios schmeißen.
Aber der macht einfach nur Schaden. Und Schaden kann Gero noch machen. Wir könnten... Du kannst keinen Acceleratus. Nein, kannst du nicht. Wir könnten einen erschrecken. Aber dazu müssten wir nah genug an ihn rankommen. Also gehen wir mal an den da... Nee, an den da hinten ran. So, warten ab. Zauber ist linked. So, Tirik. Dahin. Sichern. Du schießt auf den. Und die versuchen alle den Zauber zu sprechen, dass die Waffen zerbrechen. Also sind das alles normale Priester. Sehr schön. Dann muss ich gar nicht so taktisch vorgehen. Dann kann ich einfach den Kampf berechnen lassen, weil die können uns nichts. Keine Magie. So, Quenlins Waffe ist kaputt. Du hast doch gar nichts in der Hand. Na gut. Ah, mir ist eingefallen. Wir können einfach Girogon den Silberstreitkolben in die Hand drücken. Hat er wenigstens etwas. So. So. Ach so, Quatsch. Seine Waffe war ja nie zerbrochen. Er war nur ohnmächtig gewesen. Was denke ich da schon wieder? Ja, solche Lücken füllt mein Gehirn, wenn ich kommentieren muss. Da haben wir eine goldene Schale mit einem Fuchs drunter. Klick mir mal an. Ihr steht vor einem Opferstock des Fex. In der Schale befinden sich einige Dukaten und einiges an Schmuck. Wollen wir selbst ein Opfer darbringen oder den Opferstock plündern? Eigentlich würde ich gerne einfach so weitergehen. Also plündern auf keinen Fall, denn wenn wir nur was opfern müssen. Wie viele Dukaten spenden wir? Wir spenden eine Dukate. Vorsichtig legt ihr euer Geld in die Opferschale, doch nichts weiter geschieht. Ja, wir wollten ja eh nur weitergehen. So. Also es scheint ein wirklich regulärer Fexenstempel zu sein, sonst wäre hier keine Opferschale für ihn. Hier noch irgendwo weiter. Da waren noch ein paar Abzweigungen. Genau, da war noch eine. Aber es sieht wie eine Tür aus. Also ein wenig weiter nach Westen. Und dann hier. Schloss knacken ging. Und hier ist überall Werbung. Sollten wir mal gucken, ob hier wieder eine Schriftrolle auf dem Boden liegt. Das sieht nämlich fast genauso aus wie der andere Raum. Aber nee. Eine Truhe. Sonst nichts. Wir finden einen Fexenschild und einen Fexenshelm. Irgendetwas stimmt hier nicht, meint Gwendolyn indigniert. Das war zu einfach. Bei Rondra entfernt es Satalana. Und als ihr euch umdreht, erkennt ihr, was los ist. In der Türe steht ein riesiger Poltergeist und versperrt euch den Ausgang. Oh. Okay. Wir haben magische Waffen. Wir haben etwas Astralenergie. Und wir haben nichts zu verlieren. Ihr versucht euch an dem Geist vorbeizuschlängeln, doch es gelingt euch nicht. Als ihr versucht, ihn mit Waffen anzugreifen, schlagt ihr nur ins Leere. Das ist nicht sehr erfreulich. Wir können die Sachen auch nicht zurücklegen. Wir haben, glaube ich, Geisterbann gesteigert. Zaubern, Talana, Dämonologie, Geisterbann. Kaum wird der Poltergeist von dem Zauber erfasst, beginnt er sich wie ein Aal zu winden. Seine Konturen verzerren sich ins Monströse, neblige Fratzen, aus denen deren Mund ein markterschütternder Aufschrei kommt. Dann löst sich der Geist vor euren Augen quälend langsam auf, doch der Todesschrei des Geistes will nicht aus euren Ohren gehen. Sowas habe ich ja noch nie erlebt, meint Gwendolyn kurz darauf und starrt noch immer in den nun leeren Durchgang. Ja, das ist die Macht von Talana. Bloß nicht ärgern, die Frau. Aber schön, wir haben zwei Fexensachen gefunden. Die sollte auch gleich mal Gwendolyn anziehen. So.
Okay. Und Sternenschweif. Also wenn du jetzt nicht Fex gefällig aussiehst, dann weiß ich auch nicht. Fex ein Schild, Fex ein Helm und ein Artefakt von Fex. Oder eine Fälschung. Was in Fexens Auge wahrscheinlich genauso interessant wäre. Ja, gehen wir zurück zur Opferschale. Das scheint wohl das Einzige zu sein, wo man hier noch was machen kann. Das ist eine Sackgasse. Da ist die Opferschale. Wie viel Geld haben wir noch? Wir haben 161 Dukaten. Ich versuche mal in 10 Dukaten-Schritten da zu spenden, dass wir auch ja nicht zu viel spenden müssen. Wir wollen etwas da bringen. 10 Dukaten. Nö, wir wollen etwas da bringen. 10 Dukaten. Ich hoffe mal, das Spiel merkt sich, wie viel wir schon gespendet haben. Wir sind bei 20. 30. 40. 50. Ah, jetzt was anderes. Als eure Gabe in die Schale legt, kann man aus der Ferne ein seltsames Geräusch hören. Was war das? Fragt Tirik und greift langsam zur Waffe. Das war ein Klack. Das wird jetzt für die Ecke sein, wo wir vorher nicht weiterkamen. Also musste man doch diese ganzen anderen Rätsel lösen, um dann hier später das zu lösen, um dann das andere zu lösen, Ja, also einerseits recht frustrierend das Ganze, wegen dem Hin- und Hergelaufen und so weiter. Aber ich finde es einen sehr schönen Dungeon und ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also Schicksalsklinge war ja, lauf rein, hau ein paar Sachen tot, dann klappt das schon irgendwie. Mit ein, zwei Ausnahmen. Aber der erste Dungeon hier, der hat es richtig in sich. So, wir wollen jetzt nach Osten. Gehen wir schon richtig? Gehen wir schon. So, und jetzt war ich hier die Geheimtür. Und die ist von alleine aufgesprungen. So. Ich will hier raus. Wir haben jetzt nur noch 100 Dukaten oder so. Und die werden wir wahrscheinlich auch aufbringen müssen. Noch eine Geheimtür und noch ein Kampf. Gucken wir mal ganz kurz. Priester, 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 Hohepriester. Das ist ein Problem. Wären es nur Priester gewesen, hätte ich einen automatischen Kampf berechnen lassen. Aber so könnte das schlimm für uns ausgehen. Das heißt, da kommen wir aber gar nicht durch. Na komm, hilft nix. Du lauf dahin. So, mit etwas Glück kann der Hohepriester uns gar nicht anzaubern, weil seine Kameraden im Weg stehen. Das sah nicht gut aus. So, du sicherst. Sichern. Oh, Quellen ist geblendet. Ja, das ist egal. Also das viele. So, du kommst nicht zum Hohepriester, aber du kannst hier drauf hauen. Sehr schön. Der andere stellt sich in den Weg. Und Tirik geht jetzt dahin. Und wir machen jetzt Computerkampf, die ganze Gruppe, keine Magie. Also nicht berechnen, sondern einfach nur, dass Gerug und Tirik fleißig draufkugeln können und wir nicht immer wieder die alte Option drücken müssen. Und wenn es zu haarig wird, können wir immer noch umstellen. Allzu schnell läuft das ja nicht. Im Gegensatz zu ganz am Anfang, als ich die Cycles noch nicht runtergestellt hatte. Da waren die Kämpfe doch sehr, sehr schnell. So. Wie viel sind es denn eigentlich? 2, 6, 7 Stück. Das dürfte gute Erfahrungspunkte geben. Und warum hat Talana gerade Schaden bekommen? Stopp, 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 stopp. Ich hab gedrückt. Warum macht ihr nochmal noch weiter? Na also. Hey. Ach, na also. Talana muss da unbedingt weg. Da ist der Hohepriester. So, Gerogan müsste eigentlich dahin, wo Talana jetzt steht. Und Talana muss ganz schnell weg, weil die hat eben gerade schon Fulminictus oder Lignifaxius abbekommen. Jo, Talana ist gleich tot, wenn das so weitergeht.
Was läufst du auch immer im Nahkampf? Ja, Terik haut nochmal zu. Gib mir Talana. Nicht mürren. War das gerade noch ein Hohepriester? Nee, ich dachte schon. So, sichern. Komm schon, Talana. Warum kommst du nicht dran? Ja, die sieht echt nicht gut aus. Oh, sie könnte geblendet sein. Ah, nee, jetzt ist sie dran. Sehr schön. Du läufst einfach nur weg. Am besten nicht in die Schussrichtung, sondern da auf Jalan rauf. So. Jetzt läufst du zu dem Hohepriester. Und haust da mit drauf. Mürren ist geblendet. Sobald Talana wieder dran ist, laufen wir mit Talana mal an den Karten ran und gucken, ob wir da vielleicht fliehen können. Das wäre extrem praktisch. Also, dass nur sie flieht. So, und du stellst sie einfach mal da hin. Und prügelst mit bloßen Fäusten auf den Priester. So, Angriff, Hohepriester. Du. Ne, das ist eine Wand. Kann nicht weg. Na gut, aber hier hinten müsste sie eigentlich sicher sein. Quinlan ist geblendet. Naja, wie gesagt, solange nicht Terik oder Gero geblendet werden, ist alles okay. So, noch ein Priester down. Terik prügelt sich da seitlich einmal durch. Aber jetzt kommt der hohe Priester erstmal ran. Schöner Treffer, 16 Trefferpunkte. Du sicherst. Der Rest ist geblendet. Also, Gwendel und Mürren. Ah, sie kann wieder, sehr schön. Kannst du da durchschießen? Nein. Aber du kannst. Nee, kannst du auch nicht. Dann geh mal da hin und versuch jetzt schräg reinzuschießen. Schon besser. So, du sicherst. Komm schon, haut den Hohepriester um, dann können wir den Rest auch berechnen lassen. Sehr gut. Computerkampf, Kampf berechnen, keine Magie. Uffala, ich hoffe, davon kommen nicht mehr allzu viele Kämpfe. Wir müssen gleich auf jeden Fall Talana ein, zwei Wisselkräuter geben. Aber erstmal abspeichern. Neu, ja, LP 0. 25. Und wir sehen uns gleich wieder.